vielen herzlichen Dank auch an dich, Niklas, für die wirklich tolle Moderation. Und ich bin mir sicher, dass viele von Ihnen sich etwas mitnehmen konnten. Wir befinden uns jetzt in dem großen Themenblock Nachhaltigkeit. Und gerade war die Panel-Diskussion schon mit Fokus diesem Thema. Und genau daran möchten wir jetzt anknüpfen. Und meine Frage an Sie ist, wer von Ihnen hat denn schon Anknüpfungspunkte mit digitalen Zwillingen, Digital Twins in der Praxis? Gerne mal ein kurzes Handzeichen, wenn dem so ist. Einige Hände gehen hoch. Ich würde mal vermuten, das sind so circa 40%, aber noch nicht alle. Und das soll sich ändern, denn digitale Zwillinge haben ganz, ganz tolle Einsatzmöglichkeiten, vor allen Dingen auch, um die Auswirkungen des Klimawandels zu erkennen. Und ich freue mich, dass wir darüber nun jetzt ein wenig mehr erfahren dürfen. Ich freue mich, Christoph Zonsius auf die Bühne zu bitten. Er ist Head of Sales, State and Local Government bei Esri Deutschland. Ein Applaus bitte für Christoph. Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Vielen Dank für den Halter hier. Mein Name ist Christoph Zonsius, ich komme aus der Privatwirtschaft, komme von der Esri Deutschland. Wir haben gerade viel über Daten gehört. Ich möchte gerne überleiten zu den Themen, was machen wir mit den Daten, wo tun wir die Daten hin? Der Klimawandel ist sicher eine zentrale Herausforderung für die Menschheit in der Zukunft. Wie können wir die lösen? Was für Ansätze finden wir da? Und ich möchte darauf hinaus, dass die Frage nach dem Wo ein ganz zentraler Punkt dabei ist. Wo finden gerade die zentralen Veränderungen auf unserem Planeten statt? Wo treten Starkregenereignisse auf? Wo finden wir letzten Endes Probleme oder praktische Fragestellungen? Wo sind erneuerbare Energien im Einsatz oder wo kann ich sinnvollerweise eine Photovoltaikanlage letzten Endes installieren? Als Kartograf arbeite ich für den Marktführer geografischer Informationssysteme, deswegen nehmen Sie es mir nicht übel, dieser Vortrag hat einen Fokus auf dem Wo und auf die Geografie hinter den Dingen. Ein Punkt hier, um es nochmal kurz zu erläutern, ich glaube, Geografie hilft beim Verständnis. Beim Verständnis für alle Dinge zu begreifen. Sie sehen hier zwei Visualisierungen. Zum einen eine klassische Karte der CO2-Anstiege in den letzten 30 Jahren, dargestellt zum einen mal als Kurve, zum anderen mal in der Karte. Und ich glaube, sofort erkennt man, wo eben dieser Anstieg stattgefunden hat. Sie sehen es daneben in diesem Globus, der sich dreht, auch nochmal anders visualisiert. Geografie hilft, Dinge sofort im Zusammenhang zu verstehen. Geografie hilft dabei, lokale und regionale Unterschiede zu erkennen und hilft Dinge auch für Leute, die nicht vom Fach sind oder für die große Masse der Bevölkerung, schnell Einblicke zu gewinnen. Nachhaltigkeit beginnt mit Geografie. Wir haben gerade auch viel über die Sustainable Development Goals der UNO gehört, 17 Ziele aufgeteilt in soziale, ökonomische, ökologische Themengebiete. All diese SDGs, der Großteil, fast alle diese SDGs, haben einen Raumbezug. Und wir müssen im Zusammenhang, und häufig ist der gemeinsame Nenner dieser SDGs auch nur der Raumbezug, um sie miteinander in Korrelation zu setzen. Es gibt SDGs im Kontext Armutsbekämpfung, SDGs im Kontext des Bildungsgrades. Um die Dinge hier zusammenzubringen, brauchen wir die Räumlichkeit, brauchen wir die Geografie. Das ist der gemeinsame Nenner, um die Dinge zusammenzubringen. Viele SDGs im Kontext Klimawandel, Umweltfragen, die sind sowieso schon immer per se inhärent aus der Geografie heraus. Andere ökonomische, soziale spielen damit ein und der gemeinsame Nenner ist der Raumbezug. Damit kommen wir zu der Methode, wie wir damit umgehen wollen. Als Mitarbeiter eines Technologieunternehmens preise ich hier die Technologie an. Sie hilft uns hier wirklich. Seit über 50 Jahren gibt es geografische Informationssysteme, Umweltinformationssysteme, all die großen Informationssysteme in den Behörden fußen auf geografischen Informationssystemen, weil die Verarbeitung von raumbezogenen Daten, von Geodaten in digitaler Form passiert und nicht mehr in Leitsordnern, so wie man es früher gemacht hat.
Geografie ist nun aber auch die Basis der digitalen Zwillinge. Hier nun mal erläutert, in der folgenden Folie zusammengefasst. Ich spreche bewusst in der Mehrzahl von digitalen Zwillingen, weil ich nicht glaube, dass es den digitalen Zwilling gibt. Denn digitaler Zwilling selber als Replikat der Realität im digitalen Raum ist ein digitaler Zwilling per se immer mit einer Funktion behaftet. Wir denken, man baut keinen digitalen Zwilling zum Selbstzweck, sondern man baut einen digitalen Zwilling für eine bestimmte Funktion. Und die haben unterschiedliche Reisegrade. Zum einen, auf der ersten Ebene geht es wirklich darum, einfach ein Abbild der Erde, ein Abbild der Realität vorzunehmen. Das ist eine klassische Karte, wie wir es eingangs gesehen haben, oder eine 3D-Visualisierung oder, ganz wichtig, gerade im Kontext der Nachhaltigkeit des Klimawandels, die vierdimensionale, also die mit dem Bezugspunkt zum Thema Zeit, dass die Zeitreihen und Zeitabläufe mit Bezug zum Raum darstellen können. Das Ganze wird überlagert mit Fachinformationen, Demografie oder Armutsinformationen oder einfach nur weitere Informationen, die per se nicht flächig sind, aber in Bezug über andere Komponenten dann in Überlagerung zu dem Realitätsmodell quasi die Fachlichkeit dieses digitalen Zwillings untermauert. Der digitale Zwilling, um den digitalen Zwilling maximal aktuell zu halten, nutzen ihn Echtzeitdaten und Sensoren. Und das ist sicher eine zentrale Herausforderung, Echtzeitdaten, Sensoren direkt mit den digitalen Zwillingen zu integrieren und damit dann in nahezu Echtzeit diese Daten vorzuhalten, um direkt Rückschlüsse in Kurzfristigkeit nachzuvollziehen. Über die nächste Evolutionsstufe Richtung Interaktion und Beteiligung können Sie quasi ermöglichen, dass ein digitaler Zwilling von außen, von der Bevölkerung oder von anderen Beteiligten aus der Behörde oder aus der Privatwirtschaft gepflegt wird, erweitert wird und Daten darin zurückgespielt werden, bis hin zu einer Automatisierung, sei es über künstliche Intelligenz, wo der digitale Zwilling selbst teilautomatisiert oder automatisiert sich eben weiterentwickelt. Digitale Zwilling ist ein Wegbereiter hier in vielen Bereichen. Er kommt aus den Business Twins, aus der Industrie heraus, aus der Fertigung, geht aber gerade rüber in alle Bereiche eigentlich der Gesellschaft. Ich denke, die urbanen digitalen Zwillinge, sehen wir ja auch noch verschiedene Vorträge dazu, sind in aller Munde. Die Visualisierung von Stadtmodellen und die Ableitung dort auf verschiedene Fachverfahren oder verschiedene Bezugsquellen wie in der Städteplanung, Modellierung, im Verkehrsmanagement sind eine wichtige Entwicklung und ein wichtiger Einsatzzweck digitaler Zwillinge. Im Infrastrukturbereich zum Ausbau von Straßen, zum Ausbau von Infrastruktur halten digitale Zwillinge auch immer mehr und mehr Einzug. Die Governmental Zwillinge sind letzten Endes häufig dann im Kontext des Katastrophenschutzes, im Kontext der Verwaltung im Einsatz. Und die Environmental Zwillinge als Inhalt dieses Vortrags hier haben verschiedene Anforderungen im Kontext der Nachhaltigkeit für den privatwirtschaftlichen als auch den öffentlichen Sektor. Es geht darum, den CO2-Ausstoß zu vermindern, nachhaltige Betriebsabläufe zu erreichen oder den Erhalt der Biodiversität eben sicherzustellen. Also digitale Zwillinge sind die Technologie, um die zentralen Aspekte rund um die Nachhaltigkeit im räumlichen Kontext zu bedienen. Jetzt kommen wir dahin, was machen wir mit den Daten, wo wir gerade viel gehört haben. Das Ziel von diesen Daten kann ein digitaler Zwilling sein. Es müssen nicht immer alle Daten direkt in einem digitalen Zwilling auch quasi physikalisch liegen. Das kann auch auf Dienstebene erfolgen oder wir nutzen Dienste von anderen Anbietern. Per se aber gibt es verschiedene Datentypen, die alle eine wichtige Rolle darin haben. Grund- und Oberflächenwasser, Artenvielfalt, Wetter- und Klimadaten sind die Ausprägung dieser Daten in der IT-Ausprägung sozusagen geht es um 3D-Daten, um LiDAR-Daten, um Befliegungsdaten, umstrukturierte Daten, Satellitendaten. Alles Daten mit Raumbezug, die zusammen in Zusammenhang gebracht werden und in einem Environmental Zwilling
je nach Zweck zum Ausdruck gebracht werden. Ein Großteil sind geografische Daten, aber wenn wir in Bezug auf Raum-Zeit-Daten sprechen, sind das eben häufig auch unstrukturierte Daten, wo wir dann wieder eigene Mechanismen brauchen, um darauf zuzugreifen, vor allem Performance zuzugreifen und die zu visualisieren. Ein ganz zentraler Punkt, denken wir, bei einem Environmental Twilling ist, dass es einfach ist, darauf zuzugreifen, dass es wichtig ist, dass dieses System offen, natürlich sicher ist, aber offen ist, weil es geht darum, möglichst die Daten aktuell zu halten, Daten genau zu halten und in verschiedene Ansprüche damit zu bedienen. Zum einen interdisziplinäre Forschung zu ermöglichen, eine hohe Anpassungsfähigkeit innerhalb der Daten zu erreichen und vor allem den Aspekt der Interoperabilität zu gewährleisten. Das meinte ich gerade, dass nicht immer alle Daten in jeweiligen digitalen Zwilling vorgehalten werden müssen, sondern über Interoperabilität schaffen wir es auch, Redundanzen abzubauen und Daten anderer digitaler Zwillinge zu nutzen und in den jeweiligen Zweck des digitalen Zwillings zu integrieren. Eine Ausprägung noch will ich nicht vergessen. Wir haben es vorhin kurz gehört, alte Daten ist wie in den Rückspiegel gucken. Ich denke, manchmal ist es auch mit alten Prozessen ist es wie in den Rückspiegel gucken, dass man nicht nach vorne schaut, sondern dass es darum geht, möglichst schnell auf sich ändernde Verfahren, auf sich ändernde Umstände reagieren zu können. Und das ist sicher auch wichtig im Kontext der Anwendung für den Nutzer. Man kann sicher eine komplexe Anwendung bauen, entwickeln, aber die Anforderungen ändern sich, die Fragestellungen ändern sich immer schneller und da hilft es, wenn eben sehr einfache Anwendungen konfiguriert werden können und zentral bereitgestellt werden können. Und das über verschiedene Klienten hinweg. Es gibt einmal eine Expertenanwendung, um einen digitalen Zwilling quasi wirklich zu erstellen, aufzuarbeiten. Da braucht man dann wirklich ein Wissen und muss wissen, genau wie man das, was man zusammenstellt. Aber es gibt andere Komponenten, um auf diesen digitalen Zwilling zuzugreifen, wo es darum geht, dass Leute, die davon wenig Verständnis haben, die vielleicht wirklich nur einen Punkt in der Karte erfassen müssen, Förster, die im Kontext Nachhaltigkeit Daten erfassen, einfach nur einen Punkt auf eine Karte reinbringen müssen, die möglichst direkt in das System integriert werden können, eine einfache Anwendung an die Hand bekommen. Oder jemand anderes, der Entscheidungen fällt, ein einfaches Dashboard an die Hand bekommt. Oder bestimmte Datenvisualisierungen, Reporting-Mechanismen unterstützen, die für die Entscheider in der Wirtschaft oder in den Behörden direkt zugeführt werden. Folgend möchte ich noch ein paar Beispiele Ihnen zusammenstellen, die Sie alle im Internet auch angreifen können, einige Beispiele unserer Kunden. Sicher ein bekannteres ist das Klima-Dashboard in Stuttgart. Ist eine Online-Plattform, wo eben die Wetterdaten, die Echtzeitdaten von Sensoren und Webcams, die in der Stadt Stuttgart verteilt sind, visualisiert werden und hier ja, sehr einfach dargestellt werden. Sie sehen es aber, wenn man durchläuft, das sind wirklich auch zeitlich bezogene Daten, Sensordaten, wo eben eine hohe Relevanz drin liegt in der Zeitlichkeit. Einerseits Raumbezug, andererseits Zeitbezug. Weiteres Beispiel aus der Region ist das regionale Rauminformation von der Verbandregion Stuttgart, die für den ganzen Raum Stuttgart Modelle aufbereitet haben und hier ansprechend in der Kartenvisualisierung darstellen, bis hin eben zu Temperaturdifferenzen, die aktuell schon stattgefunden haben, aber auch Temperaturprognosen, die bereitgestellt werden, um anderen Unternehmen oder anderen Playern in der Region Stuttgart die Informationen beizustellen, was wir erwarten in 50 Jahren für Temperaturen in dem Raum mit der jetzigen Entwicklung. Die Starkregenvorsorge in Bremen visualisiert eben Analysen für kommende Starkregenereignisse, sodass im Prinzip auch in einem kurzen, einfachen Zugriff gesehen werden kann, welche Gebiete in der Stadt besonders gefährdet sind. Solarpotenziale in Landkreisen, glaube ich, gibt es sehr, sehr viele Beispiele, wo Bürger nachschauen können, welche Möglichkeiten auf den Häusern bestehen, um Solarflächen zu nutzen.
Und im Erneuerbaren Energiemonitor vom Helmholtz-Zentrum ist quasi so ein Statusbericht zu sehen. Ein schönes Beispiel, wie gerade Standorte der erneuerbaren Energien, welchen Status die haben und welche Art wo installiert ist. Das waren ein paar Beispiele aus Deutschland. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, auch im internationalen Kontext, gerade Umweltmonitoring, Abholzung im Regenwald, Überwachung von Schutzgebieten. Das Lärmthema, glaube ich, auch noch ein sehr, sehr wichtiges Nachhaltigkeitsthema, was auch entsprechend der Visualisierung, wo das auch entsprechend helfen kann. Genau, in aller Kürze, das war es von meiner Seite. Vielleicht für Sie drei Punkte zum Mitnehmen. Nachhaltigkeit beginnt mit Geografie. Geografie ist die Basis digitaler Zwillinge und digitale Zwillinge sind der Wegbereiter für die Nachhaltigkeit. Ich würde mich freuen, wenn wir Sie an unserem Stand begrüßen dürfen. Wir sind da drüben, Esri Deutschland. Morgen früh um 11 Uhr machen wir noch einen kleinen Impuls zu Smart City da drüben. Um 14 Uhr gibt es noch kleinere Vorträge dort vor Ort. Um 11 Uhr am Donnerstag berichtet die Stadt Cottbus über ihr Smart City Projekt. Vielleicht auch ganz spannend. Ansonsten freut es mich, wenn wir Sie da einfach dort bei uns in Dialog kommen können. 17 Uhr gibt es auch Getränke dort. Insofern herzlich eingeladen, bei uns vorbeizukommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Herr Zonsius. Wir machen mit dem Thema Nachhaltigkeit weiter und da der nächste Speaker auf Englisch